Vierzehntes Mittelstandssymposium der Volksbank im Bergischen Land heute meine Gesprächspartner Andreas Otto, Vorstandsvorsitzender der Volksbank im Bergischen Land und der heutige Gast Dr. Rüdiger Grube, früher Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG. Herr Otto, ich fange mit Ihnen an. Wie wichtig ist das heute, die Veranstaltung dem Bergischen Mittelstand hier in der Stadthalle begrüßen zu dürfen? Ja, das ist für uns sehr wichtig. Das ist mittlerweile ja, Sie haben es gesagt, unsere vierzehnte Veranstaltung. Wir wollen unseren Kunden natürlich was bieten. Heute mit Herrn Prof. Dr. Grube. Wir wollen unseren Kunden Innovation bieten. Wir wollen unseren Kunden Information bieten. Und ich glaube, insofern ist das das ist eine tolle Veranstaltung und wir freuen uns drauf. Wie sind Sie denn auf Herrn Dr. Grube gekommen und auf das heutige Thema Mobilität im digitalen neuen Zeitalter? Ja. Wir arbeiten, das kann man offen so sagen, mit einer Agentur zusammen in, de, in dem Bereich und, und gucken immer, das ist immer ein Jahr vorher, geht das los, wen können wir denn im nächsten Jahr einladen? Im letzten Jahr, Sie wissen es noch, haben wir Herrn Gysi gehabt, davor Herrn Merz, der jetzt auch in aller Munde ist. Und wir, ich hatte gesagt, wir müssen mal jemanden haben, der ein bisschen wirtschaftsnäher unterwegs ist. Und äh, dadurch sind wir auf Herrn Prof. Dr. Grube gekommen. Und das Thema Mobilität in dem digitalen Zeitalter ist, uns ein, ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sehen überall den Verkehrsinfarkt. Insofern äh, ging da kein Weg dran vorbei, Herrn Professor Dr. Grube einzuladen. Ja, und Herrn Grube, erstmal herzlich willkommen hier ja, in Wuppertal. Ja, hallo. Die erste Frage, die immer gestellt wird, wie ist der ehemalige Bahnchef denn hier nach Wuppertal gekommen? Aber was, ich sage mal die Wahrheit. Ich komme aus der Mobilitätswelt. Die besteht nicht nur aus Zügen, sondern da gehören auch Flugzeuge zu und auch Autos. Und ich bin heute erst mit dem Flugzeug gekommen und dann mit dem Auto weitergefahren. Ihr Thema ist Mobilität im digitalen Zeitalter. Ähm, unseren Zuschauern erklären Sie uns kurz, worum geht ja, Ich denke, dass die Mobilität ist heute eine wesentliche Voraussetzung für individuelle Freiheit, für gesellschaftlichen Wohlstand. Für wirtschaftlichen Wachstum und natürlich auch, um Arbeitsplätze, insbesondere auch in den Regionen, zu sichern. Und Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung für die Zukunft unseres Landes. Herr Otto, was nehmen Sie denn zum Beispiel aus so einem Vortrag heute für Ihr Unternehmen? selber mit? Ja, wir müssen uns, wir sind ja äh, Kreditgeber für viele Unternehmen, wir müssen uns auf diese Themen einstellen, Digitalisierung, aber auch Mobilität. Wir, Sie wissen, in unserer Region gibt es sehr viele Automobilzulieferer, für die wird sich das Business deutlich ändern, weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität, zum Elektromotor. Da werden ganz viele Dinge sich verändern müssen. Und insofern ist es auch für uns wichtig zu sehen, welches Unternehmen hat entsprechende Perspektiven und entwickelt sich auch in die richtige Richtung, weil irgendwann wollen wir natürlich die Kredite wieder zurückbekommen. Herr Grobe, in unserem kurzen Vorgespräch hatten Sie gesagt, autonomes Fahren wird in Zukunft nicht mehr vermeidbar sein. Und das in so einem. Autoverrückten Land wie Deutschland? Nein, es wird nicht so sein, dass es funktioniert wie der Lichtschalter an und aus, sondern wir werden sukzessive ab 2023 zunehmend mehr Insellösungen haben. Also zunächst mal in abgeschlossenen Gegenden werden autonome Fahrzeuge. Äh, operativ unterwegs sein und diese Insellösungen, die wachsen dann zunehmend zusammen. Wir erleben das in den USA. In den USA ist es rechtlich und gesetzlich schon erlaubt. Eine Firma, die früher mal zu Google gehörte, die Firma Waymo, hat beispielsweise bei einem amerikanischen Automobilunternehmen 82.000 Autonome Fahrzeuge bestellt. Sie werden bis 2020 schon 56.000 Autos auf den Straßen haben. Heute fahren schon 800 Autos in Mountain View bei Silicon Valley äh, autonom. Und das ist ein Prozess, der wird nicht aufzuhalten. Das wird zu einer großen Transformation der Automobilindustrie führen. Äh, denn auch der Elektroantrieb wird schon in den nächsten Jahren für eine Veränderung sorgen. Denn wenn Sie heute ein Fahrzeug haben mit einem Verbrennungsmotor, besteht ungefähr aus 2.000 Teilen. Ein Elektroantrieb nur noch auf 60. Sie brauchen für das Elektrofahrzeug nur noch ein Siebtel der Mitarbeiter im Vergleich zu einem herkömmlichen Fahrzeug. Und das sind gewaltige Einschnitte und gewaltige Veränderungen, die die Automobilindustrie in den nächsten Jahren managen muss. Ein wichtiger Punkt ist ja die Digitalisierung. Verkehrschaos haben wir heute schon in den Städten. Wie wird sich das zukünftig entwickeln? Ja, die Digitalisierung ist die Voraussetzung für das autonome Fahren. Aber die Digitalisierung ist ja letztendlich die Sensorik, die Vernetzung. Das allein reicht nicht, sondern Sie brauchen auch Big Data, also möglichst viele Entscheidungen, Milliarden von Entscheidungen in Sekundenschnelle. Sie brauchen das Thema. Künstliche Intelligenz, um selbstlernende Systeme zu haben und natürlich die Vernetzung. Das sind die vier Voraussetzungen. Und was ganz wichtig ist für Deutschland, wir brauchen dringend den Mobilfunkstandard 5G, weil 4G reicht nicht aus. 5G, Sie brauchen mindestens 10.000 Megabytes pro Sekunde um wirklich so schnell alle Informationen zu bekommen, dass wenn ein Fahrzeug zum Beispiel auf der Straße vor einer Kurve steht, das Auto schon weiß, was hinter der Kurve stattfindet. Jetzt sind wir ja hier im Bergischen Land und in der schönen, wunderbaren Stadt Wuppertal. Wenn ich mir Ihre Vita angucke, Sie haben Flugzeug, Sie haben Autobahn. Jetzt sind wir hier Schwebebahn. Schon mal gefahren? Äh, Schwebebahn bin ich natürlich schon gefahren, aber leider ohne äh, elektromagnetischen Antrieb. Äh, das finde ich sehr schade. Wir haben in Deutschland ja diese Technologien entwickelt. Und das tut einem schon ein bisschen weh, wenn ich sehe, dass zum Beispiel in Shanghai äh, diese Technologie, die Magnetschwebebahn, zum Einsatz gekommen ist. Und bei dem Technologiekonzept Hyperloop, was ja in den USA realisiert werden soll, auch dort ist ja der elektromagnetische Antrieb eigentlich die Antriebsart, die diese Gondel dann auf 1200 Stundenkilometer beschleunigen soll und sie kennen ja die Vision, dass man zwischen San Francisco und Los Angeles in 35 Minuten mit einer Geschwindigkeit von 1200 Stundenkilometer diese Strecke überwinden will. Ja, das war Rüdiger Grube und äh, Andreas Otto zum Thema Mobilität in der Zukunft ein ganz spannendes Thema, was uns in Zukunft sicherlich noch viel begleiten wird und spannend sein wird, wie sich die Entwicklung auf dem Markt darstellt.